أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد. Und kann sein, dass einer von uns, der sagt, aber meine Eltern sind schon gestorben und ich war nicht gut mit denen. Was kann ich machen? Ist es zu spät? Ist es nicht zu spät? Ja, Sahabiyun ila Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Und da hat auch gleiche Frage auch gestellt. Ja, Rasulullah, wie kann ich gut für meine Eltern machen? Aber die sind schon gestorben. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليهما أن تصلي عليهما das heißt أن تدعو لهما du machst für die Bettgebet الدعاء الدعاء لهما وأن تحج لهما وأن تعتمر لهما وأن تتصدق عليهم und was noch und wenn kennst dass dein Vater einen Freund gehabt hat besser wenn du ihn besuchst und alle Sachen was wir jetzt gesagt haben kriegst du auch ein paar Schritte das heißt obwohl die Eltern schon gestorben sind und du sagst es ist zu spät diese Tür ist schon zu es ist nicht zu solange du Tauba machst Solange auch diese Hadith auch richtig machst, Allah wird dir auch richtig vergeben. Inshallah. Ein Sahabi kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und hat ihm auch die gleiche Frage auch gestellt. Ja, Rasulullah, wie kann ich für meine Eltern gut machen, obwohl die schon gestorben sind? قال له الرسول صلى الله عليه وسلم Das ist ein Rezept von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, الذي أرسل رحمة للعالمين. Hat ihm nicht gesagt, geh, du bist in die Höhle. Nein. فتح له باب. Hat für ihn wieder eine Möglichkeit geöffnet, damit er wieder weitermacht. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا heißt auch عقوق الوالدين. Solange du Tauba machst, Alhamdulillah. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لهما dass du Bettgebet mit denen machst. اللهم ارحمهما اللهم اغفر لهما und so weiter. So viel Dua. Eine Sache. Wenn du Hajj machen kannst für die, wenn die nicht Hajj gemacht haben, auch eine gute Sache. Auch wenn du spenden kannst für deine Eltern, auch, ist auch eine gute Sache. Umar auch genauso. Und wenn du kennst, dass dein Vater oder deine Mutter also einen Freund gehabt hat, besser, wenn du diesen Freund von deinem Vater besuchst. Du kriegst auch Recht. Ad-Dua, es gibt auch ein Hadith, Rawah Muslim. An-Aba, die werden immer hoch im Paradies, wenn die im Paradies sind. Die bleiben nicht in einer Stelle, sondern jeden Tag gehen die immer hoch. فيسألون يا الله وقم لي جائم هوخ فيقول لهم الله عز وجل wegen dieser Bettgebet von euren Kindern was ihr gelassen habt in dunya سبحان الله صدق المصدوق صلى الله عليه وسلم